Ohne Spaß, Leute, wenn ihr das auch so geil findet wie ich, einfach Thanos in Clash Royale, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht sieht Supercell dieses Video ja und wir können bewirken, dass Thanos nicht nur in Fortnite ins Spiel kommt, sondern auch noch in Clash Royale. Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, die letzten Tage kamen mal wieder keine Videos. Erstmal Entschuldigung schon mal dafür, beziehungsweise das letzte Video war tatsächlich ein Fortnite-Video. Wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt, könnt ihr es gerne hier nochmal ganz kurz machen. Kam so naja an, würde ich einfach mal sagen. Deswegen gibt es heute mal wieder ein Clash Royale-Video. Ja Leute, vorweg, bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, falls ihr neu hier auf diesem Kanal seid, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und auch gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Am Ende des Videos werden wieder zwei Leute von euch aus dem letzten Video gegrüßt, also schreibt auch wie gesagt gerne wieder ein nettes Kommentar. Die ersten Leute, die unter diesem Video kommentieren, die werden auch wieder ein Herzchen von mir bekommen und vielleicht antworte ich auch den einen oder anderen. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst. Und ich will einfach mal sagen, Leute, heute geht es um ein Thema, was ein bisschen aus Fortnite übergreifend kommt. Ihr habt schon am Titel gesehen, Thanos in Clash Royale und Komet schlägt auch in Clash Royale ein. Wahrscheinlich irgendwie so eine Art, welche den Titel genannt haben. Ich habe mir nämlich ein paar Update-Ideen mal wieder überlegt und die will ich euch heute nach und nach vorstellen. So, ich würde einfach mal sagen, ich kann euch gerne auch nochmal hier eine letzte Folge von meinen Update-Ideen verlinken. Ist tatsächlich schon ein bisschen länger her und jetzt vor kurzem kam jetzt gerade erst ein Update. Es wurden ja auch schon ein paar neue Karten geleakt, die wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal, zu 90% kommen werden. Dazu habe ich auch schon ein Video hochgeladen, das könnt ihr euch gerne auch nochmal hier beim i angucken. Und ihr, ja, die werde ich jetzt in diesem Video nicht ansprechen. Ich spreche heute nochmal ein paar andere Sachen an, die ich mir auf jeden Fall gut in Clash Royale vorstellen könnte. Ein paar ein bisschen mehr, ein paar ein bisschen weniger gut. Aber ich würde sagen, ich stelle sie euch jetzt erstmal nach und nach vor. So, ich würde sagen, die ersten drei Karten kann man so in eine Gruppe packen. Dann gibt es nochmal eine zweite Gruppe und natürlich die dritte. Die Fortnite-Gruppe, sage ich jetzt einfach mal. Und das allererste ist tatsächlich hier ein Bomb-Goblin. Klingt jetzt tatsächlich auf den ersten Moment, beziehungsweise auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Aber ist vielleicht doch nicht so weit hergeholt. Also es ist ein Kobold, der als Rarität erstmal selten hat. Two fast, mean, indefinitely armed goblins. Also zwei schnelle, ein bisschen fiese und definitiv gut ausgestattete Kobolde. Und dann ist das die Frage, ist das ein Kobold mit einer Bombe? Ganz genau, das ist halt einfach ein, sozusagen der Bomber aus Clash of Clans damals, nur in schneller, wenn man das so beschreiben kann. Also es ist auf jeden Fall extrem, extrem nice, die Idee. Kostet auch gerade mal 3 Elixier. Dafür so eine krasse Karte ist tatsächlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Speed ist natürlich sehr schnell. Und ich will mal gerade gucken, wie Damage per Second macht er. 72. Ich glaube, das ist nicht so viel. Aber dafür hat der einen Hitspeed von 1,2 Sekunden. Also ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Er greift nur den Boden an, macht dann am Ende auch sogar noch einen Death Damage. Also wenn er stirbt, dann macht er auch nochmal 170 Schaden. Ist auf jeden Fall eine echt, echt lustige Idee für eine neue Karte. Als zweites haben wir eine epische Karte und zwar den Skeleton Curse. Kann ich jetzt nicht so genau auf Deutsch übersetzen, aber als Beschreibung hat er: Make attacks last longer even after death. Every troop affected will be brought back to life in form of a dude. Dude ist einfach ein schwarzer Tod, also so wird es übersetzt. Und es ist halt einfach so, wenn eine Truppe stirbt, dann kann man sie damit sozusagen wieder ins Leben rufen. Und zwar als schwarzen Tod. Also es ist ganz einfach so, je nachdem wie viele Truppen gestorben sind, werden die in Form von Skeletten wieder zum Leben gerufen. Und je nachdem wie viele Truppen davor gestorben sind, werden dann in diesem Bereich neue Skelette durch diese Karte erscheinen. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache, kostet 3 Elixier, ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon tatsächlich zu der Karte. Als letzte Karte aus dieser Gruppe habe ich tatsächlich etwas vorbereitet, was eine legendäre Karte ist, beziehungsweise rausgesucht. Und zwar ist es der
Crusher, so ein bisschen der, übersetzt der Zerstampfer, würde ich jetzt sagen. Ein großer Block aus Stein an einem Seil angebracht. Der wird herumgeschwingt und zerstört einfach alles, was in seinem Weg ist. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Hammer werfen. Wenn ihr es schon mal gesehen habt, da hat man ja auch so eine Kugel und damit dreht man sich ganz schnell im Kreis und am Ende lässt man die los und dann fliegt die ganz weit weg. Und hier ist es halt einfach so, dass der sich ganz, also dass der sich wahrscheinlich rumschwingt und alles mit seinem Hammer zerstört, was er in die was er irgendwie findet, was er irgendwie sieht, das wird alles zerstört. Ist auf jeden Fall eine echt, echt lustige Idee. Und ich glaube, sowas kann ich mir auch am ehesten noch vorstellen. Wenn ich diese drei Sachen jetzt so mal in der Reihenfolge setzen würde, würde ich sagen, The Crusher, beziehungsweise der Zerstampfer ist am ehesten. Dann tatsächlich der Bombenkobold und als letztes die Acetot, sage ich jetzt einfach mal. Also die Sachen könnte ich mir in der Reihenfolge auf jeden Fall vorstellen. Ist echt eine lustige Idee. Und ich glaube, auch sowas kann man gut integrieren. Wäre auf jeden Fall mal was Neues. Sowas in der Art haben wir ja eigentlich noch nicht so wirklich. Und ich denke mal, sowas wird auf jeden Fall nochmal einen neuen Schwung in Clash Royale reinbringen. Jetzt kommen wir tatsächlich nochmal zu einer Karte, die ein bisschen weit hergeholt ist. Ist eher so eine kleine Trollkarte, die ich hier nochmal mit reingenommen habe. Und zwar Level 1 Mario. Ganz genau, es ist der Mario. Und als Beschreibung haben wir hier: Summons Super Mario, he can jump and use fireballs on tower. Also, on towers, also eigentlich der normale Magier. Nur halt wie Mario es macht, der wirft ja Feuerbälle. Und ja, ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Natürlich wird so eine Karte niemals ins Spiel integriert werden. Vielleicht mal als eine Special-Karte, wie in Fortnite jetzt gerade Thanos, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, da werde ich aber gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn ich euch diese Karte vorstellen werde. Und ich würde einfach mal sagen, das war es auch zu Mario und wir kommen jetzt zu den zwei Highlight-Karten. Karte Nummer 1 ist tatsächlich der Komet. Wie gesagt, falls ihr Fortnite spielt, wisst ihr, da ist vor kurzem ein Komet eingeschlagen in Dusty Depot und auch in, ich glaube, Tilted Towers. Falls da noch irgendwo einer eingeschlagen ist, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne verbessern. Da habe ich auf jeden Fall, als ich das gespielt habe, die Einschlaglöcher gesehen. Da waren ja echt extrem viele Theorien, wo dieser Komet einschlägt. Aber darauf will ich jetzt überhaupt nicht eingehen. Es geht jetzt darum, dass es eine Art Komet auch in Fortnite geben soll. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Feuerball, der jedoch so ein bisschen aufgesplittet ist. Also dass sie so ein Radius haben und in diesem Radius schlagen dann verschiedene Arten, also verschiedene Feuerbälle sozusagen ein, nur in Form eines Komets. Kann ich mir extrem, extrem nice vorstellen. Und hier ist das Besondere, dass dieser Komet sogar die Truppen für 3 Sekunden einfriert. Ja, das ist nochmal eine Besonderheit. Das passt jetzt nicht so ganz zu dem Fortnite-Komet, ist aber auf jeden Fall eine echt, echt nice Idee, wenn jetzt so ein paar Kometen in einen Radius von, keine Ahnung, wie man das definieren soll, einschlagen und man da auf jeden Fall einen großen Teil an Truppen freezen kann. Ich würde dieses Freezen vielleicht noch entfernen und da einfach sagen, dass das ein paar Feuerbälle sind, die da einschlagen. Nur, dass die halt einen größeren Flächenschaden machen als normaler Feuerball. Vielleicht, wie die Pfeile damals, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu stark. Muss man gucken, wie man das anpasst, aber auf jeden Fall eine echt, echt coole Idee. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu dem Highlight aus dieser Folge. In Fortnite ist es gehypt wie keine Ahnung was. Ihr habt es vielleicht bei mir auf Instagram schon gesehen, ein Kumpel von mir hat tatsächlich Thanos schon gespielt. Finde ich echt extrem, extrem geil, wie dieses Spiel das solche Sachen integriert. Infinity War habe ich auch tatsächlich schon geguckt, extrem, extrem geiler Film, kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr noch nicht geschaut habt. Und da ist ja bekanntermaßen Thanos, der Bösewicht, mit seiner Faust und ich glaube den 6 Kristallen, die ja verschiedene Elemente in sich haben. Ich will es nicht genauer erklären, dafür habe ich mir es zu schlecht gemerkt, aber dieser Charakter, der Thanos, unglaublich OP, wurde in Fortnite integriert und ich habe mir jetzt einfach überlegt, wie geil wäre es, wenn so ein Special auch in Clash Royale kommt. Einfach mal Thanos in Clash Royale und ich habe mich da einfach mal hingesetzt und ein bisschen gefotoshoppt. Ich kann euch jetzt das Bild, wie gesagt, gerne mal einblenden. Ich habe hier Thanos als
neue Karte veröffentlicht, gefotoshoppt. Ich habe hier einfach den Thanos-Skin, sag ich jetzt einfach mal, genommen. Erhältlich natürlich ab legendärer Arena. Und ich würde mir es aus dem Prinzip so vorstellen, wie, ja, wie in Fortnite. Ihr habt einen ganz normalen Kampf, entweder zu zweit oder zu viert. Und einer kriegt dann ganz zufällig Thanos auf seine Seite und kann ihn einmal einsetzen. Ich glaube, das wäre so geil. Ich glaube, das wäre echt so geil, wenn man einfach ganz zufällig, einer von euch beiden, der erhält dann ganz zufällig Thanos in sein Deck rein, kommt da einfach unten reingeflogen und den kann man dann einsetzen. Und der ist dann einfach ultra OP. Dadurch hat man sozusagen fast schon das Match gewonnen. Boah, es wäre ohne Spaß, Leute, wenn ihr das auch so geil findet wie ich, einfach Thanos in Clash Royale, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht sieht Supercell dieses Video ja und wir können bewirken, dass Thanos nicht nur in Fortnite ins Spiel kommt, sondern auch noch in Clash Royale. Das wäre so unglaublich geil. Ich glaube, da, wenn so ein Special kommt, dann schafft es, glaube ich, Supercell tatsächlich wieder Clash Royale einen krassen Hype zu geben. Und wenn sowas dann auch wirklich von Leuten gefeiert wird, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Und ja, Leute, das ist jetzt zu der letzten Karte, die ich mir überlegt habe, Thanos in Clash Royale. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da. Jetzt kommen nochmal zwei Kommentare von euch aus dem letzten Video. Und zwar hat einmal der Ecstasy Bandit geschrieben: Hab heute Magieschütze aus einer Free Chest gezogen. Auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch dafür. Auf jeden Fall eine echt, echt nice Sache. Ich hoffe, du kannst ihn gut in dein Deck integrieren. Und der zweite Kommentar ist vom Carlo Klöppel. Und er hat geschrieben: Lieblings-YouTuber. Auch auf jeden Fall vielen lieben Dank an der Stelle an dich. Ich würde sagen, Leute, das ist es auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, wieder gefallen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu smashen. Checkt die Videos aus der Endcard aus. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.